Zwergenstein. Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der zwergischen Unterhaltung, zu Let's Play Warhammer 40k Space Wolf The Great Awakening. Wobei, ja, wie ich schon in den letzten zwei Folgen sagte, das Great Awakening lässt irgendwie noch auf sich warten, weil hier nicht wirklich was erwacht. Was ein bisschen traurig ist, vor allem, weil ich glaube nicht, dass die Kampagne unglaublich lang wird. Ich glaube, ich habe schon zu Beginn der letzten Let's Plays gesagt, dass die, glaube ich, geschrieben hatten auf der Steam-Seite, dass es, glaube ich, es liegt irgendwo zwischen 9 und 11 Kapiteln. Lasst mich nicht lügen. Ich glaube, das ist das vierte. Und ich hoffe, dass sie uns noch was Schönes vorsetzen werden bis dahin. Also, dass sie es drauf haben, knifflige Missionen zu basteln, das haben sie jetzt schon öfter gezeigt. Noch nichts getriggert. Das wird uns gleich wieder irgendwas in den Rücken fallen. Und Valga ist so weit zurück. Komm, ich schick mal den Wolf zum Scouten vor. Okay, 2 am Obelisken. 3. Das war's. So, bis wohin geht der wohl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde sagen, die Linie wird hier gebaut. 1, 2, 3 nach dem Pöller. Wir können auch hier so 1, 2 nach dem Pöller müsste reichen. Die kommen ja eh auf uns zu. Oh, wir haben echt Glück mit den Heilkarten. Nur gerade keine Zeit. Was echt gefährlich ist bei den Bloodletters. Ich wechsle auch schon immer zwischen Englisch und Deutsch. Ich kann irgendwie schleicht das so langsam in mein Gehirn ein, die Übersetzung auszuschalten. Ich darf das nicht zulassen. So, schnell alle in Position bitte. Du hast auch bescheidene Karten. Komm, nimm Cooler, damit noch was reinkommt bei dir. Oh, schöne Range. Nur ein bisschen spät geschossen. Ach, leider versperren die dem Wolf den Weg. Sonst hätte ich mit dem nämlich jetzt schon den Obelisken angegriffen. Da fehlt mir die Range für. Komm, einen Schritt traue ich mich noch vor. Ich glaube, dann müsste ich noch safe sein hier. Ich glaube, der wird glorreich untergehen. Ich hätte auch zubeißen können. Ich glaube, mehr überlebt er eh nicht. So. Es wäre ganz schön, das Ding schon zu killen, bevor der anfängt, Damage zu machen. Aber dafür muss Ray in Position. Oder Ingvar müsste gleich einen Schuss absetzen. Das reicht immer noch nicht. Ah, damn. Aber wir kommen langsam aber sicher näher. Komm. Der Wolf ist ohnehin verloren. Zwei Felder vor, ein Schuss auf den Obelisken. Was stehen wir auch in der Mine? Das ist mir ein bisschen zu chaotisch. Und nein, ich lasse diesmal die Chaos-Flachwitze. Oh, schön. Overwatch Overdose. Also was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass mehrere Charaktere auf einen Gegner schießen, wenn sie Overwatch-Waffen haben. Was ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gesehen habe, ist, dass Valgar beide Waffen abfeuert, wenn er die Möglichkeit hat. Ich glaube, da ist, glaube ich, immer einfach die zuerst dran, die als erstes kommt. Und wenn die alle ist, kommt die nächste. Boah, ist alles so verschwendet auf den. Ne? Komm, da hau ich ihn hier raus. Und warte.
und werde hier in einen von den stärkeren gleich noch einen guten Schuss reinsetzen. Komm schon, geh nach da. Na, aber immerhin seinen Zug beendet. Hat gar nichts gebracht. Ey, komm. Ingvar, geh da rein. Schade, dass wir nicht nachladen können, aber... Das Ding nervt. Wie das Ding einfach zugeht von so einer Kugel. Das war der letzte Obelisk. Scheint so, als ob wir die Verbindung der Hex... Der Hex zum Warp. Ach, der Hexe zum Warp fast getrennt haben. Der Hexe. Na, keine Nachricht oder so. Keine große Rede. Er steht da einfach nur und wartet darauf, dass wir ihn mal wieder umbringen. Ha, dein Ende kommt. So, hat sich schon mal gelohnt, nicht mit Valga auf den zu gehen. Er hat inzwischen echt Glück mit seiner Pistole. Ich hoffe, ich kann irgendwann noch zurückziehen, bevor diese Mine hochgeht. Aber er hat sehr, sehr hohen Overload hier. Blasten wir den weg? Das wäre ein bisschen viel. Wir können auch hier schon mal gut Schaden machen. Valga macht auch gleich ein richtig schönes Loch. Ja komm, dann machen wir den komplett weg. Lad nach. Das ist wichtig für den bevorstehenden Kampf, wette ich. Die Mission war bis jetzt auch einfach zu einfach. Wenn da mal nichts auf uns wartet. So, und los geht's. Puh. Es hat nicht gereicht. Naja. Aber fast. Uns reicht beides nicht. Schade. Ja, komm, dann pumpen wir noch ein bisschen. Ich will jetzt... Oh, nein, ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt da rumschieben. Ich hätte gerne noch zwei Äxte, muss ich sagen. Ah, der hat so ein komisches Set. Dafür wirst du bezahlen. Gut, und jetzt kriegen wir bestimmt gleich noch die Rechnung dafür, dass wir diese Obelisken ausgeschaltet haben. Drei im Lauf. Er ist voll geheilt, also... Ray ist auf jeden Fall startklar. Bei ihm, die Karten sind so strange, da, ja, er läuft einfach und ist auch bereit, seine Leben sind auch voll. Bei dir sind die Leben so gut wie voll, Valga. Auf Ray braucht man... Ray hat, glaube ich, auch alles perfekt, ne? Na gut, dann macht unser Bruder hier schon mal den ersten Schritt auf die Treppe. Nichts getriggert, okay. Der Ruhmpriester geht ein Stück weiter. Jetzt kommt's. Okay. Das war's dann.
Wie erwartet seid ihr mit euren armseligen Versuchen, uns aufzuhalten, gescheitert. Werdet Zeuge meines Triumphs und beugt euch vor Zarknüll. Genauso hat das bestimmt auch ausgesprochen. Dem Bringer der Qualen. Zusammen mit meinen Brüdern, die Tore für andere große Götter geöffnet haben, werden wir die Welten erobern. Sie gehören rechtmäßig uns, den Kindern von Lorgar, die sie dem Imperium gewährten. Verdammnis! Jetzt haben wir keine andere Wahl, als diese dämonische Ausgeburt zu zerstören. Für Russ, für den Allvater. Balga, denk daran, wie gefährlich die schädlichen Reden der Ketzer sein können. Sei vorsichtig, der Hexer wird alles tun, um dich zu verwirren. Gesegnet seist du im Namen vom Allvater und Russ. Okay. Das ist jetzt so eine bescheidene Dynamik von wegen, einer von meinen Leuten wird gleich irgendwie befallen und greift mich dann an. Wow, krasses Vieh. Sieht aber, um ehrlich zu sein, aus, das ist, glaube ich, sogar ein Diener, Slaaneshs. Also hier Verführung und Lust und hast du nicht gesehen. Was merkwürdig ist, weil wir haben bis jetzt eigentlich nur gegen Khorne gekämpft. Interessanterweise, ich habe mir schon sowas gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Farbe der Bloodletters war hier so leicht violett und so alles, was so violett angehaucht ist und so mit sehr viel nackter Haut ist meistens immer Slaanesh. Was auch wieder zu meiner Theorie von früher führt, dass Wordbearers, dass die, ja, allen Chaosgöttern irgendwie sehr zugeneigt sind. Aber, ja, egal. Wir hauen das Ding einfach weg und hören auf mit Fanfiction und Theorien. Es sollte... Wie viel Leben hat der eigentlich? Habe ich gar nicht geguckt. Das Wichtigste... Oh, 12? Nicht wenig. Und ich glaube, wir kriegen diesmal keinen Thunderhawk, der den so 15.000 Leben wegballert. Wie bei unserem legendären Cybot-Kampf. Na ja, komm, wir warten mal. Gucken, was passiert. Oh, stimmt. Die Ansage von ihm hier macht jetzt noch mehr Sinn, wenn wir bedenken, dass das ein Diener Slaaneshs ist, weil mit Verführung und so einer ganzen Geschichten kennt sich der ja ganz schön gut aus und das sollte, vielleicht könnte es auch bei uns eine Wirkung haben. Es wäre natürlich super ungeil, wenn sich plötzlich irgendwo umdreht und uns die ganze Zeit die Sniper in den Rücken hält. Ich kann ihn gerade mal so in die Hüfte schießen, ey. So, und wir springen jetzt die Treppen hoch. Ich hätte gerne beide... Boah, ich hab zwei Möglichkeiten. Feuern, was das Zeug hält, oder irgendwie in den Nahkampf kommen, obwohl ich denke... Ja, okay. Ich kann leider nur... ein Stück laufen und dann feuern. Oh, bitte lass den uns nicht irgendwie verführen, dass wir immer gegen uns selbst kämpfen müssen. So, lad mal nach, damit du uns gleich schön in den Rücken schießen kannst. Wir gehen dir mit jedem Schuss Zeit zurück. Ah, und jetzt macht natürlich unsere Waffe plötzlich Schaden. Ist das alles, was ihr Wachhunde der Leiche auf dem Thron könnt? Erstaunlich, dass ihr nicht schon vor langem weggelaufen seid. Kläffend und mit eingeklemmtem Schwanz. Boah, die Leiche auf dem Thron, so nennt er den Imperator, mal ganz im Ernst, dich
zerstückeln wir gleich und packen dich auf im Thron. Aufs Schädeln auf, von deinen gefallenen Dienern und Anbetern. So, wir brauchen keinen Heal, wir können nicht mehr feuern. Damn, dann Cooldown. Ach, wieso ziehst du jetzt nichts? Ich will nicht wissen, was der im Nahkampf für ein Damage macht. Der hat ein verdammt großes Schwert. Und ich hoffe, er macht keinen Reihenschaden. Ich sollte mich aus der Reihe hinaus bewegen. So, der Runenpriester mit gutem Beispiel voran. Für Russ! Für den Allvater! Alle Feinde im Umkreis. What? Hohoho! Boah! Boah! Das ist ja der Wahnsinn. Ey, der hat uns mal gerade... Wie viel Zeit drauf gekloppt? 15? Das ist ja das, was man in einem Zug gerade mal so schafft, in einem normalen Zug draufzuladen. Außer man hat diese Bonuszüge und sowas. Ey, wow. Hammer. Und der macht nicht wenig Nahkampfschaden. Das wird verdammt interessant. Ich hoffe, ein paar Necrons kommen gleich und machen das Ding kaputt. Die können Warp-Kreaturen auch nicht wirklich leiden. Einfach nur, weil sie den Warp nicht leiden können. Ich will nicht laufen. Ich will nicht näher daran. Ich hätte gerne Sniper-Nachlademunition. Da ist sie auch. So, und Valga sollte uns zu Hilfe eilen. Sie sollte dem Runenpriester zu Hilfe eilen. Weil er steht zwar nicht in der Mission, aber ich bin mir irgendwie sicher, dass wir da schlechte Karten haben, wenn der stirbt. 3, der ist bei 11, dann warten wir. Halt, 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 nicht nachladen. Erst feuern. Stimmt, wir geben den... doch nicht. Ich dachte gerade, wir geben den Zeit zurück, wenn wir jetzt feuern. Das heißt, wir müssen uns eigentlich ziemlich taktisch positionieren, feuern, was das Zeug hält und dann seine Antwort aushalten. Das heißt, wir müssen eigentlich immer viel mehr Schaden machen als er bei uns, was irgendwie sehr schwer erscheint. Eigentlich will ich dann mit ihm gar nicht angreifen, weil der macht popligen Damage. Teilen uns so ein klein bisschen mehr auf. So, Valga, du hast feinste Waffen. 6, 8, mach noch einen Cooldown rein. Ah, jetzt den Wolf rufen, das wäre cool. Aber ich will diesen Damage auf dem Vieh sehen. Eigentlich noch mit Wut. Tja, Leute, was mache ich jetzt? Wolf beschwören? Der hat noch 4. Egal. Ich hau den Wolf raus. In Hoffnung, dass der für uns ein bisschen was tankt. Oh ja, bitte. Wenn ich ihn jetzt beiße, kommt er wieder 3 runter, ne? Ray kann noch austeilen. Oh, und er hatte keinen Cooldown. Okay, bei ihm ist das nicht so konsistent wie bei den Chaos Marines, die eigentlich bei jedem Angriff immer Punkte bekommen. So, Ray, was hast du denn Schönes an Zerstörung zu bieten? Ich glaube, der kann sich auch keinen Zentimeter bewegen. Der sieht sehr gut eingekeilt. Ah, doch, der kommt nach hinten raus. Boah, wir hauen alles rein und der ist noch recht gut zusammen. Oh, und der Priester ist auch nochmal dran. Und wir haben 2 Äxte. Ist ja mal echt eine sehr schöne und seltene Kombo.
15 Punkte drauf, ey. Hammer. Minuszug? Der uns Minuszüge gegeben? Okay, der Einzige, der da taktisch weit weg gewesen ist, war Ingvar. 1, 2. 2 vor, 1 zur Seite. Mein Gott, ey, das nenne ich echt mal einen richtig taktischen Kampf. Ich komme nicht zur Seite. Mist. Ich glaube, diese Andeutung mit der Verführung und so, das war nur, weil es sich hier um Dina Slanisch handelt und nicht, weil das so eine Dynamik ist, weil das wäre richtig mies. 2-2. Ah, verdammt, ich komme nicht vor ihm dran, aber der Wolf. Der Wolf könnte, wenn ich die richtigen Karten habe, ihn wieder hochpushen. Ja, jetzt kann ich snipen. Jetzt stehen wir aber auch alle so, dass der uns, glaube ich, trifft mit seiner komischen Schockwelle da. Egal. Damage muss gemacht werden. Merkt ihr eigentlich, wie schwach ihr seid? Kümmerlich im Angesicht der Kräfte des Chaos. Ihr, euer Fanatismus und eure Vorurteile sind seit 10.000 Jahren nur noch lächerlich. So veraltet seid ihr. Aber ich gewähre euch Gnade, wenn ihr zum wahren Glauben übertretet. Ich persönlich werde euch auf den rechten Pfad leiten, so wie ich es bereits mit vielen eurer weisen Brüder gemacht habe. Du kannst da hingehen, wo der Pfeffer wächst, weißt du das? Oh, der zertrampelt meinen Wolf. Ach, deswegen machen meine Leute nur einen Zug. Der hat ja vorhin allen einen Zug abgezogen. Ich habe mich schon gewundert. Ich hatte vorhin schon so einen gehabt, wo ich gelaufen dachte, warum läuft der nur ein Feld? Habe ich irgendwas vergessen? Der klaut mir die Züge im Voraus. Geweihte Plasmasalve. In den Allerwertesten. Und ein Cooldown. Wir müssen Zeit gut machen gegen den Gegner. Wir haben einen Speer und eine Klaue. Wir könnten also Nahkampf betreiben. Können ihn anzünden. Wir können schießen. Wir haben viele Optionen. Wenn ich ein bisschen Distanz halte, könnte ich ein oder zwei Overboard-Schüsse rauskriegen, wenn er sich bewegt. Man weiß ja nicht, wo er hinläuft. Von daher mache ich sowas, so eine Mischung aus beidem. Ich werde dann hier stehen, den Speer einsetzen und eine Bolte abfeuern. Und wenn er sich bewegen möchte, kriegt er dann noch einen Schuss ab, wenn er dran ist. Oh, da war es schon wieder. Wieder nur ein Zug, ich habe nicht drauf geachtet. Da muss ich mehr drauf achten in diesem Kampf. Naja, ich bin bei 23 Minuten. Machen wir mal einen kleinen Cliffhanger. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also, bis dann. Ciao.